Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder der Strabag-Familie. Seit ungefähr einem Monat leben wir nun in einer völlig neuen Realität, die keiner von uns vorhergesehen hat. Die sich ausbreitende Coronavirus-Pandemie hat unser gesellschaftliches Leben vollkommen verändert und damit auch die Art und Weise, wie wir unserer Arbeit nachgehen. Unser Unternehmensmotto Teams Work gewinnt in den heutigen Zeiten an neuer Bedeutung. In den Teams, auf den Baustellen, in den Produktionsbetrieben und den Büros, mit unserer Auftraggeberschaft, mit unseren Partnerunternehmen. Gemeinsam schaffen wir jeden Tag neue Lösungen, um sowohl den größtmöglichen Gesundheitsschutz zu erreichen, als auch alle gesetzlichen Vorgaben einzuhalten und gleichzeitig unsere Aufträge abzuwickeln. Im Namen des Vorstands möchte ich Ihnen allen für Ihren persönlichen Einsatz danken. Denn nur durch Ihr verantwortungsbewusstes Handeln, Ihre Bereitschaft, neue Arbeitsweisen umzusetzen und nicht zuletzt durch Ihre Ideen können wir sicherstellen, dass auch bei uns alles getan wird, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Doch auch die wirtschaftliche Sicherheit unseres Konzerns und damit die langfristige Sicherheit der Arbeitsplätze müssen wir fest im Blick haben und teils schwierige Entscheidungen treffen. Meine Vorstandskollegen und ich sind uns bewusst, dass wir insbesondere denjenigen, die von Kurzarbeit und entsprechend auch von Gehaltseinbußen betroffen sind, viel abverlangen. Umso mehr möchten wir Ihnen und auch den Betriebsratsgremien für Ihre Unterstützung, Kooperation und Solidarität danken. Leider kann man aus heutiger Sicht nicht abschätzen, bis wann sich die Welt noch in diesem Ausnahmezustand befinden wird. Es erscheint jedoch klar, dass es noch ein langer Weg ist, bis wir wieder von Normalität sprechen können. Wir sind überzeugt davon, dass das Einhalten der Vorsorgemaßnahmen, ob privat oder am Arbeitsplatz, weiterhin eine essentielle Bedeutung haben wird. Wir alle dürfen hierin nicht nachlassen, auch wenn es uns mit zunehmender Dauer immer schwerer fällt, auf das gewohnte Miteinander und den persönlichen Kontakt zu verzichten. Es stimmt mich hoffnungsvoll und stolz, gemeinsam mit so engagierten und verlässlichen Kolleginnen und Kollegen wie Ihnen arbeiten zu dürfen. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam diese schwierige Zeit durchstehen werden und danach wieder erfolgreich durchstarten können. Wir stehen unmittelbar vor dem Osterfest, das für die Christenheit nicht nur das höchste Fest, sondern auch das Fest der Hoffnung und Zuversicht darstellt. Ich bin mir natürlich bewusst, dass die Strabag-Familie groß und multikulturell ist und nicht nur aus Christen besteht. Aber ich glaube auch, dass wir alle allen Anlass haben, trotz der gegenwärtigen Unsicherheiten hoffnungsfroh und zuversichtlich in die Zukunft zu schauen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien alles Gute. Genießen Sie die anstehenden Feiertage, wenn auch im kleinen Kreis. Schöpfen Sie Kraft, bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich und Ihre Mitmenschen auf.